Ich finde, die Musik ist auch sehr beklemmend hier. Durch die Impulse, die sie aussendet. Also haben wir das hinter uns gebracht. Dann begeben wir uns jetzt mal weiter nach unten. Grün. Eine Torsperre. Oh nein. Lass mich raten. Fuck. Holztür. Oh. Hier scheint es nicht weiterzugehen. Das Holz, was wird uns helfen? Oh, ein Belmarktblatt. Ich weiß halt nicht, was hier drin ist. Nichts. Gehen wir mal da rein, ne? Lösen die Falle mal nicht aus. Wachraum. So, dann, ja. Achso, nein, du sollst schon hier. Ich hatte eigentlich die Hoffnung hier. Alle mal hergehört. Und du kannst schnippern, wie du willst. Schön, jetzt sind wir wieder ein Wolf mehr. Ja, es war super. Hauptsache, die legt an. Ich glaube, es ist doch ganz gut, dass wenn ich gegen die kämpfe, nämlich kriege ich... Hallo? Wenn ich gegen die Kerle kämpfe, kriege ich dafür Punkte. Es hat keinen Sinn, immer anzuvisieren. Bis sie mit ihrem Zug vorbei ist, ist die Person, auf die sie gezielt hat, schon längst tot. Ist Predo Bento noch da? Ja, der ist noch da, bestimmt. Weil dann würde ich nämlich das Ding hier nochmal verlassen, runterrennen, alles verkaufen, was ich nicht brauche. Mich nochmal ein bisschen ausrüsten. So. Scheiß Vieh. So. So, was gab's denn hier? Gibt's hier? Zack. Einbeere, ist doch cool, was die hier alles haben. Ist ja krass. Und schon wieder Geld in Fässern gestaut. Hier liegt doch Gold rum. Krass. Ich versuche mein Bestes. Löse mal die Falle aus. So. Boah. Naja, also. Die haben schon ein bisschen Geld. Die wissen auch, wohin mit ihrem Geld. Das Fass kann ich nicht zerstören, schade. Ich habe leider auch niemanden, um die Falle hier zu entschärfen. Oder kann hier jemand von meinem Kollegium die Fallen entschärfen? Du kannst Fallen entschärfen auf 1. Kein Fallen, kein. Ich kann natürlich mal ein bisschen skillen und probieren.
Kann auch jemanden auslösen lassen. Oh, sehr löblich. Fail. Hauptsache, der greift jetzt erstmal den Wolf an. So. Ja, das war eine Wache. Ich glaube, so schlecht ist es gar nicht, wenn man hier ein bisschen rumschleicht. Diese Falle sollte besser von einem Fachmann entschärft werden. Ich bin ein Fachmann. Sag ich doch. Hier ist eh nochmal einer, oder? Nö, doch nicht. Schön verwirrend. Da ist wieder einer. Was haben wir denn hier? Gibt's hier noch ein Fass oder sowas? Ja, war mir nämlich klar, dass da noch ein Fass ist. Ist auch noch ein Holzfass. Oh, eine Haarnadel, das ist gut. Die Haarnadel kann gleich rüber hier. Du kannst dich auch gerne mal heilen, wenn du lustig bist. Kommt da gerade was um die Ecke? Ist der blind? Ah, nee. Ach. Heil dich erstmal in Ruhe. Es sind ja nur 5 Gegner. Ja, du chill erstmal in Ruhe. Und du... Ja, das ist ja jetzt hier. Es geht ja schnell. Ist ja kein Ding. Die bringen ja schon relativ viele Erfahrungspunkte. Leider haben sie alle dieselben Todessounds, was ein bisschen die Atmosphäre zerstört. Ganz ernsthaft, eigentlich kann sie auch den... Es dauert zwar länger, aber schaut euch ihr Inventar an. 100 Pfeile, 100 Pfeile, 60 Pfeile. Da kann man wohl mal 87 Bolzen. Ich meine, hat sie genommen. Ich glaube, ich gehe wirklich gleich nochmal hoch. Solange ich das hier noch kann, zeitlich. Ich freue mich schon, wenn ich hier wieder zurück bin und dann gegen diese Ratten da unten kämpfe und den wahrscheinlich mit 2 Zügen platt mache. Das wird lustig, das könnt ihr mir glauben, wa? Zack, Falle entdeckt. Genau richtig, so muss es sein. Vorgrimm nicht reinrennen, Fachmann. Geil. Okay, das sah echt nice aus. Erstmal Falle entschärfen. Hallo? Ist da etwa jemand? Ich bin ein Magier, holt mich hier raus. Wer seid ihr denn überhaupt? Ich bin Justanius von Aldrabia, Magicus Extraordinarius. Aber von mir aus nennt mich einfach Jost. Oder Jost, mir egal. Solange ihr mich hier rausholt, bitte. Wieso hat man euch denn hier eingesperrt? Habt ihr eine Krankheit oder seid ihr vielleicht einer dieser irren Kultisten? Wahrlich nein! Das Studium von Kraftlinien und arkanen Feldmatrizen haben mich in die Ruine geführt. Doch dann haben mich Humbert und seine Leute gefangen genommen und hier eingekerkert. Kurz darauf gab es in der Nacht einen heftigen Kampf und die Räuber sind geflohen. Am nächsten Tag öffnet so ein hässlicher, tätowierter Kahlköpfiger die Tür und offenbart mir, ich sei jetzt sein Gefangener. Während er mir spöttisch den Schlüssel zeigt, faselt er noch irgendwas von Umbrakor Adakorium. Adakorion und schlägt dann die Tür zu. Ich bitte euch, holt mich hier raus. Ich habe vorhin einem Priester diesen Schlüssel abgenommen. Fantastische Neuigkeiten. Bitte, lass mich hier raus. Also gut, ich lasse euch raus. Endlich. Ich dachte schon, ich müsste hier drin verhungern. Dieses ganze abgestandene Zeug hier kann ja niemand essen. Ich bin euch wohl zu Dank verpflichtet. Was habt ihr nun vor? Nun, dieser Versuch, meine Studien durch das Sammeln praktischer Erfahrung zu ergänzen, war wohl nur bedingt erfolgreich.
Es sieht so aus, als wäre es für mich besser, in Zukunft nur noch in Begleitung reisen, wenn ich reisen würde. Es scheint mir, als würdet ihr viel herumkommen und es verstehen, mit Gefahren fertig zu werden. Vielleicht wäre es das Beste, wenn ich mich euch anschließen würde, unter der Voraussetzung, dass ihr mich haben wollt. Ich bin ausgebildeter Kampfmagier und könnte euch sicher von Nutzen sein. Ihr könnt euch mir gerne anschließen, aber nicht jetzt im Augenblick. Reist nach Ferdok und wartet dort in meinem Haus am Breiusplatz auf mich. Nach Ferdok, hä? In Ordnung, ich werde sofort aufbrechen. Wir sehen uns dann dort. Okay, ist geil. Jetzt haben wir noch einen Magierknecht bei uns. Truhe verschlossen. Truhe Schlüssel benutzen. Aufgepasst. Ist das die Truhe von dem Räuber? Ich nehme die Sache. Du hast doch hier den Schlüssel, oder? Oder nicht? Oder? Oder? Wir hatten den Schlüssel gehabt. Hast du den Schlüssel? Wer ist der Schlüssel hier? Ich weiß gar nicht. So. Bringt mehr Punkte. Wer hatte den Schlüssel? Ja. Oder ist er jetzt weg? Ne, hier ist er. Räuberschlüssel. So. Jetzt. Falle entschärfen. Schlüssel benutzen. Nein, nicht Schloss knacken. Öffnen. Du hast den Schlüssel. Horasischer Kampfstab. Okay. Ich habe halt niemanden, der Kampfstäbe nutzen könnte. Ich gehe mal hier rein. Das war sie. Oh. Oh Gott. Edelsteine, Blattgold. Oh, ist das toll. Oh, ist das geil. Wow. Hier. Ich mach das schon. Identifiziere mal den Ring. Ring des Fex. Fingerfertigkeit plus 1. Ah. Herrlich. Wer hat einen scheiß Fingerfertigkeit? Du hast sehr gute Fingerfertigkeit. Du kannst mal die Bolzen. Ich nehme die Sache. Rulana weitergeben. Die kann die Bolzen nämlich. Jetzt hat sie wieder 100. Lass das mal vor, Grimm machen. Alles perfekt abgezielt hier. Sprich, Freund. Du kannst noch einen Ring tragen, auf jeden Fall. Du, nicht, dass es nötig hättest. Du kannst auch einen Ring tragen. Dann kriegt Volker mit seinem Ring des Fex, auch wenn es eigentlich nicht zu ihm passt. Ein Zwerg, ein Wort. So, Ring des Fex. Beinschienen. Pfeile und so ein Shit brauche ich auch nicht. Schlingenfall eigentlich. Schwachsinn. Sanja. Ich würde mal sagen, das war echt nice eben gerade. Wow. Sowas habe ich ja gar nicht gerechnet. Oder er war ganz gut gelebt hier drin mit so seinen Holzfässern, wo wahrscheinlich Geld drin ist. Rüben und Blätter. Naja, wer vergiftet wäre auf jeden Fall nicht worden. Er hat auch Geld hier, was? Geld und Pfeile. Das reicht doch fürs Leben. Und Heilsalbe. Ja gut, man kann davon nichts essen, aber besser als rostige Nägel auf jeden Fall.